Es dauert nicht mehr lange, dann wirst du eines meiner Kinder der Nacht sein. Cool! Also, dieser Akzent ist sowas von unnatürlich. Wie kann es nur jemanden geben, der dieses alberne Vampirgetue glaubt? Hey, das sind doch nur Plastikzähne und Ketchup, Tony. Mein Dad hat mir alles über Vampire erzählt. Ich will auch ein Vampir sein! Schlafenszeit, Jungs. Ich fürchte, es wird Zeit, dass du jetzt nach Hause gehst, Tony. Nein, schicken Sie mich nicht in die dunkle Nacht hinaus. Ich flehe Sie an. Liebster? Aber es ist dunkel. Danke, Wiedersehen. Zu Hilfe! Was willst du, Milchbubi? Könntest du wohl freundlicherweise etwas leiser üben? Ja. Schon, es wird Zeit, aufzustehen. Ich kann nicht aufstehen. Ich bin ein Vampir, Mom. Und außerdem ist heute Samstag. Wayne, ich konnte die ganze letzte Nacht wegen deinem unsinnigen Rumgehopse nicht schlafen. Du musst schon vielmals entschuldigen, dass ich kein Weichei wie du bin. Ich bin ein Vampir. Und ich brauche Blut. Ich bin schon immer der Meinung gewesen, dass Wayne irgendwie seltsam ist. Ich weiß auch, dass er seltsam ist, Tony. Das macht aber aus ihm noch lange keinen Vampir. Vampire existieren nämlich gar nicht. Tja, das hat man dir vielleicht versucht einzureden, Julian. Aber es wird Zeit, dass du die Augen öffnest. Sieh mal. Siehst du? Dieser Moskito ernährt sich von meinem Blut, damit er überleben kann. Oh, ist das denn unbedingt nötig gewesen? Mein Liebling, du bist so kalt wie das Grab. Kein anstrengender Kampf. Ich muss unbedingt etwas haben, in dem mir Leben zu spüren ist. Sogar du, Julian Cramp, schreckst nicht davor zurück, Blutorangensaft zu trinken. Und der Bankdirektor saugt seinen Kunden den Lebenssaft aus. Blutsauger hat ihn mein Vater genannt. Schuldet er ihm etwa Geld? Nein, aber sie sind überall, Julian. Moskitos, Spinnen, Fledermäuse, Blutegel, Safttrinker, Bankdirektoren, Lehrer, Gesundheitsinspektoren, Vampire und sie sind überall! Komm her, Mieze. Gleich werde ich dich zum Nachtkätzchen machen. Blut ist geflossen. Nun ist meine Ausbildung zu Vampir endgültig abgeschlossen. Das war das Zeichen der Katze. Sag nicht, dass ich dich nicht gewarnt hätte. Wayne, Liebling, ich würde mir wünschen, dass du bei Tisch damit aufhörst, Vorhänge zu tragen. Das sind keine Vorhänge, das ist mein Cape. Und außerdem möchte ich meinen Namen ändern. In Graf Crampula. Aber das klingt so seltsam. Wayne, geh jetzt ins Bett. Ich kann nicht schlafen, Mom. Ich hab nämlich wieder meine Schlaflosigkeit. Du musst aber ein paar Stündchen schlafen, Wayne. Du bist schon zwei Nächte hintereinander aufgeblieben und morgen ist Schule. Vampire gehen doch nicht in die Schule, Mom. Vampire gehen, wohin sie wollen und sie gehen, wann sie wollen. Das wirst du schon sehen. Ja. Wayne Cramp, runter von dem Garderobehaken. Tut sweet. Und dann ziehst du auf der Stelle dieses alberne Kostüm aus. Das ist kein albernes Kostüm. Ich bin ein Vampir und ich werde Graf genannt. Das reicht jetzt aber wirklich, Wayne. Ich werde deinen Umhang konfiszieren. Nein, nicht mein Cape. Mein Cape ist meine Kultur. Genau wie Baldiebs Turban oder hämisches Kilt. Guten Morgen, Kinder. Oh.
Sind Sie nicht etwas zu grob zu diesem Kind? Vielleicht. Aber Wayne Cramp hat darauf bestanden, ein Vampir zu sein, Mr. Pretty. Oh, tatsächlich ein Transsilvanier. Das ist großartig. An dieser unserer Schule akzeptieren wir kulturelle Vielfalt in allen ihren Formen. Keine Mützen im Unterricht, Baldi. Aber das ist ein Turban, Mr. Pretty. Ganz egal, setz das Ding gefälligst ab. Ja! Au! Da! Erschreck mich, Graf Weinikins, und beiß mich! Bäh. Verzieh dich, du Bohnenstange! Miss Hissy, Wayne jagt uns allen Angst ein. Können Sie denn nichts dagegen tun? Tut mir leid, Murray. Mr. Pretty hat gesagt, dass wir alle Kulturen an unserer Schule akzeptieren müssen. Und dazu gehören auch Vampire. Unerhört, eine Kultur zu akzeptieren, die dazu auffordert, kleine Mädchen zu terrorisieren. Ich darf dich hier gleich mal unterbrechen. Der junge Krampula ist ein Transsilvanier. Und ich glaube, er hat ein Recht dazu, kleine Mädchen zu terrorisieren. Und jetzt geh wieder zu den anderen. Heute Abend ist Ihr erster Elternabend bei uns, Mr. Pretty. Und es ist eine sehr gute Gelegenheit, unsere transsilvanische Gemeinde kennenzulernen. Aber keinen Knoblauch. Natürlich keinen Knoblauch, Miss Hissy. Nicht zu fassen. Die behandeln Wayne wie eine bedrohte Tierart. Wir sollten vielleicht vor den Internationalen Gerichtshof gehen oder sowas. Wie wär's denn, wenn wir einen wütenden Mob gegen ihn aufhetzen? Sowas machen die Sumpfleute, wenn sie ein Monster in ihrer Mitte gefunden haben. Hallo, Wendy. Schönen guten Abend. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Mr. und Mrs. Krampula, guten Abend. Willkommen, bienvenue, welcome. Ist es schon dunkel genug für Sie? Freunde, Kinder unserer Schule. Mitten unter uns befindet sich ein Monster, das kleine Kinder erschreckt und Frauen terrorisiert. Es ist dabei ertappt worden, wie es Tiere belästigt hat, und es trägt das Zeichen der Katze. Wir müssen es unbedingt unschädlich machen. Ja, genau. Ihr werdet mich niemals erwischen, ihr Speckgesichter. Ich werde von der Nacht umhüllt. Also ich habe wirklich den allergrößten Respekt vor Ihren alten Traditionen. Ach, wirklich? Oh ja, Sie wollen vielleicht, dass Wayne mittags etwas Besonderes zu essen bekommt? Oder nennen Sie ihn vielleicht auch Graf? Was knabbert er denn gern? Vielleicht hat er sich in eine Fledermaus verwandelt. Seht mal, Kaugummi. Oder ist es Fledermausdreck? Zum allerletzten Mal. Unser Name ist nicht Krampula. Und unser Sohn ist kein Vampir und er ist auch noch niemals einer gewesen. Ich habe das ja auch nie behauptet. Das war Miss Hissy. Und sie hat auch die Sache mit dem Knoblauch viel zu ernst genommen. Ich nicht. Au! Du bist ein bisschen zu weit gegangen, Wayne. Gib auf und gib zu, dass du kein echter Vampir bist. Ich bin total echt, blöder Trottel. Aufhören! Er gehört mir ganz allein. Schalldichter Polykotten. Exorbitant teuer. Stehst du darauf? Wenn du wirklich so schlau wärst, Graf, dann könntest du jetzt allen Kindern hier beweisen, dass du ein echter Vampir bist. Ja? Ja, natürlich, Graf. Du brauchst mir nur einen einzigen kleinen Liebesbiss an meinem Hals zu verpassen. So was machen echte Vampire nämlich immer. Da geht nichts. Das ist ja ekelhaft. Tja. Wenn du nicht in meinen Hals beißen willst, dann werde ich eben in deinen Hals beißen müssen. Nein! Ich bin nicht echt! Ich bin nicht echt! Greift sie euch! Sie ist der Vampir! Entschuldige bitte, dass ich Vampir gespielt habe, Mami. Es ist alles Wendys Idee gewesen. Kommt mir nicht zu nahe! Ups, falsches Zimmer. Mein Liebster, nur ein einziger leidenschaftlicher Kuss von mir und du wirst bis ans Ende der Zeit mir gehören, ja.
Na, siehst du, Julian? Das ist nicht das Geringste, überhaupt nicht. Geht! Ah! Ekelhaft! Das ist ja nass! Und auch noch klebrig! Ich muss es abwischen!